abfällig. Auch er zählt zu den giftigsten Tieren der Welt. Schon seit Jahren geht Dr. Mark Norman der Frage nach, weshalb ein so kleines Tier so gefährlich sein sollte. Obwohl der Kopf des Kraken kaum länger ist als ein menschlicher Daumen, kann schon ein Biss dieses Winzlings tödlich sein. Dabei hat der Krake nicht nur sein Gift, um sich zu verteidigen, er kann seine Färbung zu dem der Umgebung anpassen. In seiner Haut liegen sogenannte Chromatophoren, Farbzellen, die ganz ähnlich funktionieren wie die Punkte, die ein Fernsehbild ergeben. Jede dieser Farbstoffzellen ist von Muskeln umgeben. Durch das Zusammenziehen oder Ausbreiten der verschiedenen Zellen wechselt der Kopffüßer seine Farbe. Der Krake passt sich ständig dem Umfeld an, durch das er sich bewegt. Fühlt er sich bedroht, leuchten die schillernd blauen Ringe auf, denen er seinen Namen verdankt. Diese Ringe bestehen aus Iridozyten oder Flitterzellen, die das einfallende Licht zu brillantem Blau verdichten. Schon von Weitem warnen sie jeden Feind des kleinen Kraken vor seiner tödlichen Waffe. Das Gift des blau geringelten Oktopus lähmt die Nerven seiner Opfer. Nerven sind Faserbahnen, die so ähnlich funktionieren wie Telefonleitungen. Sie bilden ein Netzwerk, durch das Botschaften im Körper besonders schnell übermittelt werden. Elektrische Impulse durchlaufen die Faserbahnen mit hoher Geschwindigkeit. Die Bahnen bestehen aus vielen hintereinander geschalteten Nervenzellen. Untereinander sind sie durch sogenannte Synapsen verbunden. Wenn der Impuls die Synapse erreicht, werden Substanzen freigesetzt, die den Spalt überbrücken. So gelangt die Erregung auf die gegenüberliegende Zelle. Dort reagieren die sogenannten Rezeptoren auf diese Substanzen und der Impuls wird weitergeleitet. Nur wenn die Synapsen reibungslos funktionieren, können Befehle aus dem Gehirn in die verschiedenen Organe und Muskeln des Körpers gelangen. Doch wie jedes Kommunikationssystem ist auch das Nervensystem störungsanfällig und das nutzt der Krake aus. Krebse und Krabben sind seine bevorzugten Beutetiere. Auch die Gepanzerten haben eine Achillesferse, die Häute zwischen den Gelenken. Der Krake kennt die Schwachstelle. Das Nervengift verteilt sich schnell und setzt den Atmungs- und Bewegungsapparat der Krabbe außer Gefecht.
Jeder Bestandteil des Gifts erfüllt dabei seine eigene ganz spezielle Aufgabe. Einige Moleküle heften sich an die Synapsen und verhindern die Ausschüttung der Substanzen, durch die die Nervenbotschaften in die Glieder der Krabbe weitergeleitet werden. Trennen die Verbindung. Kurz darauf ist die Krabbe gelähmt. Ihre kräftigen Scheren können dem Kraken nun nicht mehr gefährlich werden. Diese Totenstarre bei lebendigem Leib erwartet auch jeden Menschen, der von einem blau geringelten Kraken gebissen wird. Und diese Lähmung ist durch kein Gegengift aufzuhalten. Die wenigen Opfer, die sich davon erholen konnten, berichten, dass sie bei vollem Bewusstsein waren und doch völlig bewegungsunfähig. Im Menschen lähmt das Krakengift die gesamte willkürliche Körpermotorik, also alle Muskeln, die wir bewusst kontrollieren. Nur die unwillkürlichen Muskeln funktionieren noch weiter, also etwa das Herz oder die Iris der Augen. Das Opfer des Kraken wird zum Zombie. Es ist zwar bei vollem Bewusstsein, kann aber weder kommunizieren noch atmen. Schon bald setzt der Tod durch Ersticken ein. Das Seltsamste am blau geringelten Oktopus ist, dass er sein Gift gar nicht selbst produziert. Das Toxin wird zwar in den Speicheldrüsen des Kraken erzeugt, aber nicht von ihm, sondern von Bakterien, die nur in diesen Speicheldrüsen gedeihen. Zum Schutz vor tierischen Toxinen stehen dem Menschen auch im 21. Jahrhundert erst wenige Gegengifte zur Verfügung. Viele dieser Mittel sind zudem so primitiv, dass ihre Nebenwirkungen katastrophal sein können. Dieser Mann wurde von einer Schlange gebissen, deren Gift zum Tod führen kann. Obwohl sich die Forschung vor allem auf die Bekämpfung von Schlangengiften konzentriert, gibt es noch immer kein sicheres Gegengift. Schlangengift greift das menschliche Nervensystem in ganz ähnlicher Weise an wie das Gift des blau geringelten Oktopus. Seine Wirkung konzentriert sich allerdings auf Synapsen, an denen Nervenenden direkt mit Muskeln verbunden sind. Das Toxin verhindert hier, dass die Befehle aus dem Gehirn die Muskeln erreichen. Die Zunge des Mannes schwillt an und mit einsetzender Lähmung kann er seine Gliedmaßen nicht mehr kontrollieren. Sein Leben ist jetzt in akuter Gefahr. Der behandelnde Arzt verabreicht ein Antiserum. In einem Wettlauf gegen die Zeit soll es das Schlangengift neutralisieren, bevor die Lebensfunktionen des Patienten ganz erlöschen. Das Gegengift bindet die Toxine der Schlange. Es sorgt dafür, dass die Nerven die Botschaften aus dem Gehirn wieder an die Muskeln weitergeben. Doch das Antiserum, das den Ärzten heute zur Verfügung steht, ist nur ein eher grobes Hilfsmittel.
Seine Nebenwirkungen machen es fast so gefährlich wie das Schlangengift selbst. Bei diesem Patienten löst es sogar einen allergischen Schock aus. Sofort verabreicht ihm der Arzt Adrenalin, um den Kreislauf des Patienten zu stabilisieren. Unter ärztlicher Aufsicht wird sich dieser Mann von seinem Schlangenbiss erholen. Trotzdem hat der Giftexperte Brian Fry einmal mehr erlebt, wie dringend notwendig die genauere Kenntnis der tierischen Toxine ist. Schon seit Jahren erforscht Brian Fry die giftigen Meeresbewohner vor den Küsten Australiens. Sein Labor befindet sich nicht an Land, sondern an Bord der Lady Beston. Dieses Forschungsschiff kreuzt in den Gewässern des Great Barrier Reefs. Das Davis Reef ist nur eines von 3000 Riffen vor der australischen Nordostküste. Dr. Fry ist mit zwei Kollegen hier, mit Professor Paul Aylward von der Queensland University und mit der Expeditionsleiterin Libby Evans-Illich vom Australischen Meeresforschungsinstitut. Das Trio will den chemischen Aufbau der Giftstoffe genau analysieren, die von den Riffbewohnern produziert werden. Die seichten Gewässer um das Great Barrier Reef sind warm und sehr klar. Sie bieten ideale Bedingungen für das Wachstum der Korallen, deren kleine Polypen ständig neue lebende Skulpturen schaffen. Im Lauf von Jahrtausenden bildeten sie dadurch das gewaltige Barrier Reef. Es ist fast 2000 Kilometer lang und ein idealer Lebensraum für zahllose Tiere und Pflanzen. Ein Mikrokosmos, der zu den faszinierendsten Ökosystemen der Welt zählt. Doch was wie ein farbenfroher Garten Eden unter Wasser wirken mag, hat auch seine Schattenseiten. An keinem anderen Ort der Erde leben so viele, so hochgiftige Kreaturen wie hier. Die Plattschwanzseeschlange zum Beispiel, sie jagt nach Fischen, die sich im Riff verstecken. Insgesamt gibt es etwa 50 verschiedene Seeschlangenarten. Die meisten von ihnen leben in den tropischen Gewässern Australiens. Seeschlangen sind Verwandte der Kobras, die sich erst im Lauf der Evolution das Wasser als Lebensraum erobert haben. Obwohl sie noch heute Luft atmen, können sie bis zu einer Stunde tauchen. Wie ihre Verwandten im Outback sind auch viele der australischen Seeschlangen besonders giftig. Kein Wunder, dass Brian Fry sich bei seiner Suche nach einem besseren Antiserum ganz auf den Kontinent Down Under konzentriert. Wirksamere Gegengifte werden sich allerdings nur dann finden lassen, wenn die Forscher Aufbau und Wirkung der Schlangengifte so vollständig wie möglich entschlüsseln können. Die Toxine der einzelnen Schlangenarten sind komplizierte Gemische aus verschiedenen Substanzen. Schon die kleinste Abweichung in der Zusammensetzung eines Giftes kann das Gegengift wirkungslos machen. Um maßgeschneiderte Gegengifte zu entwickeln, müssen die Forscher alle unterschiedlichen Gifte genau analysieren. Dazu brauchen sie immer wieder Proben.